Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, 23. April. Es ist Sitzungswoche im Bundestag und darüber wollen wir reden. Und natürlich auch über das Bild, das die SPD gibt nach dem Parteitag von gestern. Frau Andrea Nahles ist jetzt nicht nur Fraktionschefin, sondern auch Parteichefin mit, man möchte fast sagen, mageren 66% gewählt. Herzlich willkommen, Klaus-Dieter Gröhler von der CDU-Fraktion. Wie sehen Sie das heute im Bundestag? Wie war es? Hing der Trauerfahnen der SPD oder hat Frau Nahles sich verkrochen? Oder wie ist die Stimmung gewesen heute auf der anderen Seite der Fraktionsebene? Guten Abend, Herr Brinkmann. Wir sehen ja unsere sozialdemokratischen Kollegen insbesondere immer erst ab Dienstag bzw. ab Mittwoch, wenn er im Plenum ist, am Montag noch nicht so sehr. In der Tat, 66% sind nun nicht berauschend. Aber da sollte man jetzt auch aus Sicht des Koalitionspartners nicht nachtreten. Die CDU-CSU-Fraktion hat sicherlich ein großes Interesse daran, wenn die SPD als stabiler Partner bis 2021 vernünftig mit uns den Koalitionsvertrag umsetzt. Und da haben wir dann auch ein Interesse, dass es eine Fraktions- und Parteivorsitzende gibt, hinter der die Partei mit möglichst großer Geschlossenheit steht. Wie ist denn das Bild überhaupt zurzeit? Ich meine, jetzt mit den 66% merkt man, die SPD ist gespalten. Die Gegner von Frau Nahles, sprich auch der Großen Koalition, sind doch nicht wenige. Wie hat sich es denn bisher angelassen in der Zusammenarbeit? Also ich glaube, wir haben in den Ausschüssen und auch im Plenum bisher vertrauensvoll zusammengearbeitet. Nun sind das ja auch erst ein paar Wochen. Die großen Gesetzesvorhaben kommen ja jetzt erst auf den Weg. Aber es ist natürlich nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendwie Sand im Getriebe zu finden. Das ist die typische Oppositionsaufgabe und nicht die Aufgabe einer Koalitionsfraktion. Ich gehe mal davon aus, dass das alles sehr stabil und unter dem Strich erfolgreich sein wird. Na gut, das wünschen wir uns auch nicht. Neuwahlen will so richtig keiner und dass es auseinandergeht auch nicht. Also 2021, das ist das dann hier. Soll normal wieder gewählt werden. Springen wir in die Woche ganz aktuell. Was liegt aktuell an? Wir sind ja kurz vor den Haushaltsberatungen. Die Bundesregierung wird ja den Regierungsentwurf Anfang Mai dem Bundestag übermitteln. Für mich selbst liegt im Moment jeden Donnerstag der Untersuchungsausschuss zum Thema Attentat am Breitscheidplatz an. Wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre, tippe ich mal, so umfangreich wie unsere Beweisaufnahme sein wird. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, herauszufinden, was auf Bundesebene sozusagen nicht funktioniert hat. Sie wissen ja, es gibt in Nordrhein-Westfalen einen Untersuchungsausschuss oder gab es. Es gibt aktuell in Berlin einen. Aber die können ja immer nur untersuchen, was ihre Landesbehörden möglicherweise für Fehler gemacht haben. Wir wollen jetzt nochmal uns in einer Gesamtschau anschauen, was insgesamt nicht gut gelaufen ist. Das sind wir auch den Opfern und Hinterbliebenen gegenüber einfach schuldig, um möglichst zu verhindern, dass derartige Fehler nochmal zu einer ähnlichen Situation führen. Ich frage mich immer, und wahrscheinlich fragen Sie sich das zu Hause auch, was kann denn ein Bundestagsausschuss, ein Ausschuss des Parlaments mehr und besser erforschen als die Kriminalpolizei? Naja, die Kriminalpolizei prüft ja einzelne Sachverhalte hinsichtlich einer strafrechtlichen Relevanz. Uns geht es ja auch um die Frage möglicherweise organisatorischer Fehler, die nicht unmittelbar eine strafrechtliche Relevanz haben, aber eben die zeigen, dass an der einen oder anderen Stelle eine Behörde nicht optimal aufgestellt war. Und wir fragen natürlich auch ein Stück weit nach politischen Verantwortlichkeiten, aber wir versuchen dann unmittelbar daraus auch Schlüsse zu ziehen, nämlich zu schauen, wo man rechtliche Situationen, den rechtlichen Rahmen so verändert, dass in Zukunft derartiges nicht wieder vorkommen kann. Da haben wir jetzt schon einige Schritte gemacht, insbesondere was zum Beispiel den Datenabgleich zwischen verschiedenen Behörden angeht. Aber das geht weit über das hinaus, was eine Polizeidienststelle ermitteln kann. Was darf denn eigentlich der Bundesausschuss? Darf der alles? Darf der jeden herbeizitieren? Also auch den BND-Chef, die Landesgeheimdienstchefs? Oder was darf der Bundestag nicht?
der Bundestag darf nicht ausländische Behörden zum Beispiel unmittelbar herbeizitieren, wie Sie es nennen. Er kann natürlich Amtshilfe ersuchen an ausländische Behörden stellen. Das wurde ja bei der Frage der Einreise des Attentäters damals über Italien zum Beispiel spannend werden. Müssen Aber die denn Ihnen folgen, wenn nein. Sie sagen, wir nein. hätten ganz gerne, dass Sie hier mal vor nein. uns Behörden, sitzen? Nein, und Behörden anderer Staaten natürlich nicht. Aber sonst alle Bundesbehörden und selbstverständlich auch die Landesbehörden müssen gegenüber dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stellen und insbesondere alle Akten zur Verfügung stellen. Die haben wir jetzt gerade alle angefordert. Die Behörden sind jetzt gerade dabei, die alle zusammenzupacken. Und dann werden wir das auszuwerten haben und die entsprechenden Beweise erheben durch auch Verhören von Zeugen. Sie haben gesagt müssen. Das heißt, es ist nicht das Wort sollen, müssen. Sondern Sie müssen das müssen. Wirklich tun. Genau. Sie haben die Dafür Macht dazu, eine gesetzliche die herbei zu zitieren. Ich benutze genau. das Wort jetzt extra genau. nochmal. Genau. Und dann sollten Sie eigentlich auch die Wahrheit sagen. Sie müssen sogar die Wahrheit sagen. Alles ja, müssen andere ist ja eine Sache. Ja, alles andere ist strafbewehrt. Also da hat der Untersuchungsausschuss, ist einem im Gericht gleichgestellt. 3 Jahre dauert das, dann wird gewählt, dann könnte es ja nochmal ein Wahlkampfthema werden. Na, ich glaube nicht, dass das Thema sich für Wahlkampfauseinandersetzungen eignet. Dafür, finde ich, ist es einfach zu sensibel. Es hat sicherlich Fehler gegeben. Das hat man ja schon durch einige Untersuchungen aufschlüsseln können. Und es wird darum gehen, dafür zu sorgen, dass derartige Fehler nicht nochmal vorkommen. Erwarten Sie irgendetwas grundsätzlich Neues oder erwarten Sie nur eine detailgenauere Untersuchung? Dafür sind wir noch zu sehr am Anfang. Schauen Sie mal, wir haben jetzt noch nicht mal Zeugen gehört, sondern wir haben bisher Sachverständige letzte Woche gehört. Werden jetzt am Donnerstag die nächsten Sachverständigen hören. Die ersten Sachverständigen haben uns überhaupt erst mal erläutert, wie ist das Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern in der Frage Aufenthaltsrecht, Ausländerrecht, Asylrecht. Wir werden uns jetzt von den Sachverständigen erklären lassen, wie aus Ihrer Sicht die Radikalisierung von Islamisten stattfindet, wie die Anwerbung stattfindet, wie dort die Kommunikation läuft. Und danach gehen wir dann in die Beweisaufnahme durch Zeugen. Wissen Sie denn eigentlich oder erhoffen Sie, dass Sie das bald wissen, wie solch eine Anwerbung innerhalb der radikalen muslimischen Community in Deutschland geschieht? Haben Sie da überhaupt einen Einblick? Oder hat die Polizei einen Einblick? Oder ist das ein, wie es man im Internet sagt, Darknet, eine abgeschottete eigene Welt? Na, schauen Sie mal, wir haben zum einen Polizeibehörden und wir haben zum anderen Verfassungsschutzbehörden. Und Sie können schon davon ausgehen, dass diese beiden Behörden auch Erkenntnisse haben. Nicht umsonst sind ja auch zahlreiche Anschläge in Deutschland Gott sei Dank vereitelt worden. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einer langen Kette von Anschlägen uns befanden, sondern es gab ja auch Fahndungserfolge und es gab auch an mehreren Stellen eine Unterbindung der Kette, die nachher zum Anschlag geführt hätte. Und das würde nicht stattfinden, wenn man nicht detaillierte Kenntnisse und auch über die Kommunikation, über Anwerbung und über Absprachen hätte. Man sagt ja immer, man muss in die Moscheen rein, weil man nicht weiß, was da geschieht. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind wir da schon drin, sprich die Behörden, die für solche Aufklärung zuständig sind, wenn ich das jetzt vorsichtig genug ausgedrückt habe. Herr Brinkmann, ich will Ihnen anders antworten. Ich halte es nach wie vor für ein großes Problem, dass in den Moscheen nicht auf Deutsch gepredigt wird. Ich halte es nach wie vor für ein großes Problem, dass wir keinen islamischen Religionsunterricht in den Schulen anbieten, weil wir damit natürlich gerade junge Menschen, Schülerinnen und Schüler in die Hinterhofsmoscheen reindringen und wir wissen überhaupt nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was ihnen dort beigebracht wird und ob sie da möglicherweise indoktriniert werden mit Dingen, die für uns auf Dauer gefährlich sind, die aber auch die Integration hemmen und die das Zusammenleben, so wie wir es haben wollen, unmöglich machen. Und lassen Sie mich auf den Satz bitte noch schnell zu Ende machen.
Wir haben nach wie vor ein Problem damit, dass wir Prediger für Moscheen im Ausland sozusagen gewinnen und sie nicht an deutschen Universitäten ausgebildet werden. Und jeder Prediger, der aus einem islamischen Land kommt, der nicht mal Deutsch kann, der wird hier die Integration aus meiner Sicht in keinster Weise fördern. Aber viele verstehen ja denn auch nicht, wenn er Arabisch spricht, seine Sprache. Das kommt teilweise auch dazu. Aber wir müssen dafür sorgen, dass der sich zum Islam bekennt, auch wirklich in Teil dieser Gesellschaft sein kann und er nicht von Anfang an irgendwie in eine Radikalisierung reingedrängt wird. Konkrete politische Frage an den CDU-Abgeordneten Gröhler. Wenn Sie sagen, das geht nicht an, dass die nicht in Deutsch predigen, wie wollen wir denn das ändern? Oder wie können wir das verändern? Gibt es denn ein Zwangsmittel, sie dazu zu bringen? Oder wie geht das? Frage ich mich immer. Ja, die Diskussion gibt es ja immer wieder. Ich glaube, seit Ewigkeiten. Ja, es gibt ja dann auch einige Leute, die sagen, na, das ist mit Freiheitsrechten nicht vereinbar. Denken Sie auch an die Diskussion über die Frage Kopftuch, nicht Kopftuch. Auch da haben wir ja immer wieder diesen Zwiespalt zwischen auf der einen Seite Religionsfreiheit und Freiheit des Menschen und auf der anderen Seite Integrationsinteresse und auch Sicherheitsinteressen. Und das müssen wir vernünftig zu einer Abwägung bringen und dann eine Entscheidung treffen. Aber es gibt starke Kräfte in Deutschland, die sagen, ihr könnt ihnen doch nicht vorschreiben, in welcher Sprache sie zu predigen haben. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt kein Mittel, das zu ändern. Dafür brauchen wir Mehrheiten. Ich glaube aber, dass insbesondere nicht nur die Frage, mit welcher Sprache wird in der Moschee gesprochen, sondern insbesondere die Frage, gibt es einen Religionsunterricht? Weil schauen Sie mal, wenn ich heute schon einem 7- oder 8-Jährigen Dinge beibringe, die nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Einklang stehen, dann wird der mit 27 und 47 wahrscheinlich immer noch das glauben, was ihm mal als Kind beigebracht wurde. Da sehe ich eine viel größere Gefahr. Aber wir drehen uns immer im Kreise, wenn wir sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir ändern. Mhm. Aber die Diskussion Freiheit und Sicherheit behindert das. Wir machen eine kurze Werbepause, können Sie zu Hause auch mal ein bisschen weiter diskutieren. Und dann sind wir gleich wieder da mit Klaus-Dieter Gröhler von der CDU im Bundestag.